Wir wärmen uns auf oder eben nicht. Es wird einfach nur mal kurz geguckt. Das ist auf jeden Fall normales Regenreifenwetter. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Grand Prix 4. Reicht mir schon. Rennen. Michael Schumacher von Montoya, dann Barrichello hintereinander. Aber hier hört es schon wieder auf, hier sind sie nebeneinander. Wir starten von der 7, dann doch ziemlich gut, aber vielleicht wäre auch noch mehr drin gewesen. Ich habe mir gar nicht die Abstände angeguckt, also zu unserem Vordermann den Abstand. Oh oh. Naja, kann ich ja vielleicht noch nachholen, aber ändern kann ich es ja eh nicht mehr. Und die beiden Benetton ganz hinten im Feld und es soll später leicht regnen. Das ist interessant. Natürlich planen wir mit einer Null-Stop-Strategie und gucken einfach mal, ja, wie das Wetter so mitspielt. Genau. Wir stehen auch ungefähr auf der Position, wo wir mit dem BAR stehen sollten, also passt das ja. Los geht's. Es regnet schon leicht. Mhm. Na, dann ist das halt so. Dann auf ins erste Saisonrennen mit BAR. Der Start ist jetzt nicht so prickelnd. Oh, der Jordan legt aber los. Dafür bekommen wir offenbar den McLaren. Und den Jordan bekommen wir auch wieder. Aktuell liegen wir in den Punkten. Den zu machen, so nicht ab. Boah, nee. Scheiße. Da habe ich geschlafen. Boah, wieso fahren die denn so doll weg? Was ist denn mit denen verkehrt? Eindeutig geschlafen. Boah, das ärgert mich jetzt schon. Der wird wegziehen, der Schwarz-Gelbe. So sieht's gerade aus. Dann können wir nur hoffen, dass er ganz gut zum Boxenstopp reinkommt und wir dann nicht zu weit weg sind. Und da vorne könnte ja auch noch was passieren, stimmt. Nein, vorne in dieser Kurve, da passiert ja gerne mal was. Die beiden Ferrari hintereinander auf 6, auf 5 und 4. Ist aber nicht so gut. Uns folgt ein Jaguar. Was soll denn das? Der soll abhauen. Montoya führt das Rennen an. Ist Michael Schumacher aber ganz schön weit nach hinten gerutscht. Der ist ja von der 1 aus ins Rennen gegangen. Oh, hier sieht es aber schon interessant aus. Oh ja, die beiden werden aufgehalten. Das ist sehr schön. Nicht nur einer, der Kiesbettfahrer. Nein, zwei. Na, freuen wir uns doch. Werden aber auch gleich wieder etwas davonziehen, außer die bekämpfen sich. Danach sieht es gerade aus, aber mal schön beobachten und lauern. Und einfach dann hier nicht das vordere linke Rad verlieren. Jetzt gibt es einen Angriff von Jordan. Den wird es auch gleich wieder geben, den Angriff. Hinter dem Jaguar ist erstmal eine Lücke, dann kommt nochmal ein Auto da hinten. Sieht man noch im Rückspiegel. Oh, jetzt wird es interessant und der ist... Uiuiui, scheiße! Der ist scheiße, ja. Ich bin scheiße. Ah, war zu schnell in der Kurve. Geht ja schon mal gut. Schon dabei. Jetzt müssen wir zum Stop kommen.
Mit dieser blöden Schikane, die besonders viel Zeit kostet. Oh Mann. Ach. Geht schon mal nicht so gut los. Schnase. Boah, was ist denn hier los? Hier sieht's ja auch ganz schön spitz alle zusammen, hä? Was ist das denn? Nee, noch nicht. Aber er hier auch. Ey, weg. Eigentlich hätte ich mich freuen müssen, dass der sich da gedreht hat, aber... Dann habe ich mich mitziehen lassen, also mit in den Dreck ziehen lassen gewissermaßen. Dreck nicht ins Kies, sondern einfach in diesen zusätzlichen Boxenstopp. Oh, Jesus. Trolli so weit hinten, glaube ich jetzt nicht, wobei der kommt zu spät ist. Wir werden sie nächste Runde sehen. Der Abstand nach vorne sollte hoffentlich kleiner sein als der zu Trolli, der gerade eben angezeigt wurde. Warum musste ich denn gerade in diesem Moment zu spät auf der Bremse sein? Hier die Kurve bekommen, wenn da nicht so ein Trulli unterwegs gewesen wäre. Ja, selbst schuld. Nach vorne 16 Sekunden. 16.1, okay. Physiko. Etwas zu spät. Der Vordermann ist natürlich schon über die Linie. 20.4. Trolli sollte, denke ich, auch wieder schneller sein. Er hat ja gerade freie Fahrt und hat ja auch bewiesen, dass er schneller sein kann als wir. Mal gucken. Es wird auf jeden Fall kleiner sein. 13, 14. Oh. Oh. 15.8. Ist der bescheuert? Was macht der denn? Haben wir uralte Reifen bekommen oder was? Und Erdreifen mit Minusrunden, so würde ich das jetzt verstehen. Ja, da parkt was. Dann hört es jetzt nicht so weit raus beim Kiesbett. Weiß gar nicht mehr so genau, hab mich dann mehr auf Trolli fokussiert, aber die sind sich ja zu nahe gekommen. Weiß jetzt gerade nicht, ob wir den sowieso bekommen hätten, wenn wir nicht so weit außen gewesen wären. Hätte wäre wäre.
8.8, da ist aber auch irgendwas passiert. Jetzt müsste ja gleich schon ein Trolley kommen, der müsste schon längst angezeigt werden. Ja, der ist jetzt aber nicht so gut unterwegs gewesen. Auf jeden Fall trotzdem noch viel zu schnell. Ich hoffe, wir bekommen den Physiko, bevor Trolli uns bekommt. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Button kann jetzt wieder zu unseren Ungunsten nerven. Nur mal so am Rande. Da vorne sind zwei zu sehen, die beiden Benetton. Und 6 Zehntel. Beta Sektor ist so wieder etwas zu schnell, aber die noch gut. Ja, das sind die beiden Benetton direkt hintereinander. Ist aber kein gutes Rennwochenende für die. Ich will ja nicht von unserem Rennwochenende erzählen nach der Aktion mit Trolli, aber hey. Lassen wir das Thema mal hier. Oh ja, 2000. Noch ist Trolli im Rückspiegel nicht zu sehen. Da hinten kommt er an. Die beiden haben sich lieb, die beiden vor uns. Hat sich auf jeden Fall irgendwann mal jemand in Kurve 1 gedreht. Deswegen kommen wir den beiden so sehr nah, so viel, so schnell näher. Die fahren nämlich direkt hintereinander. Aber Physiko kommt offenbar nicht vorbei, sonst wäre er nicht vor uns. Schwarz-Gelbe wird größer. Na, ich denke mal, jetzt gibt es einen Platztausch. Ja, ist schon vollzogen. Ja, sehr frühzeitig. Jetzt hat er es dann doch geschafft. Der Italiener vorbei am Briten. Den ersten hellblauen bekommen wir jetzt. Den zweiten vielleicht gleich, wobei eher nicht, weil der Windschatten ist ziemlich klein.
Das ist ja meine Lieblingsstelle auf dieser Strecke. Und da ein Überholmanöver. Wie geil. Cool. Button ist hinten auch gleich dran, aber nicht so schnell wie Physico. Also an einer anderen Stelle, einfach später auf dieser Runde. Da hat er sich etwas vertan, der Herr Blau. Nächste bitte, wie weit weg? 12 Sekunden vielleicht? Das wäre ganz schön viel für die beiden Benetton in Runde 9, das wäre schon traurig. Alonso 8 ist nicht wirklich besser. Ein Alonso 8 Sekunden weit weg? Nicht gut. Das sieht gar nicht gut aus für die beiden Benetton. Trolli ist noch hinter dem Giancarlo. Scheint sich da etwas festzufressen. Jetzt ist er vorbei. Die beiden Hellblauen haben dem Trulli auf jeden Fall mehr Zeit gekostet als uns. Das war nicht gut angefahren. Bevor wir den Alonso bekommen, könnte Trulli uns erstmal am Nacken sitzen. Das kann wirklich sehr gut sein. 7921, ja, Tendenz, Trulli ärgert uns eher als wir Alonso. Da ist er ja schon. Kann er sich bitte nochmal irgendwie ins Kiespit befördern? Und diesmal ist er hinter uns, dann ist es nicht ganz so schlimm. Meine Hoffnung ist, bevor Trulli uns bekommt, haben wir Alonso bekommen, auch wenn er uns jetzt erstmal auf die Pelle rückt. Sollte möglich sein. Jetzt kommt in den Windschatten. Jetzt nervt er. Deswegen mache ich die Innenbahn oder lasse ich die Innenbahn nicht offen. Das nicht wirklich. Oh Mann. Das ist eine Konterchance. Direkter Windschatten. Wir haben beide Honda-Motoren. Ja, jetzt muss ich aber außen ansetzen. Das gefällt mir jetzt eher nicht so. Geht trotzdem hoffentlich gut. Nee, er kommt nicht besser raus. Jetzt ist aber wieder gleich hinten dran. Okay, muss ich noch zurückhalten. Alonso wird's freuen. Die beiden Benetton kommen auch erstmal wieder ein Stück ran, aber... Wir sollten für die ja kein Problem sein. Ist da hinten gerade der Führende? Ja. Ja, da waren fast zwei Wagen breiten Platz. Hätte ich nicht gedacht. Das hat sich auf jeden Fall nach weniger angefühlt. Der Typ mit seiner türkisen Mütze und der Sonnenbrille da rechts schon wieder.
Dann geht's mal weiter mit der Trollinudel. So gut. Das ist schon besser. 500 Abstand. Der Spanier hat noch Luft zum Atmen. Er ist weit nach außen gekommen und jetzt kommt er wieder ran mit mehr Schwung. Da hinten kommt der erste, der Montoya. Jetzt fährt er sich etwas fest an uns. Jetzt hat er mich wieder ansetzen wollen. Oder er lässt erst mit dem Hintermann vorbei. Okay, er lässt den Hintermann vorbei. Müssen wir es auch bald tun. Start Ziel, schätze ich mal. So mein Plan. Oder hier. Oh. Jetzt haben wir noch leichten Windschatten, aber Trulli ist nah dran, da muss ich ausscheren. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Okay, das ist schon mal wieder besser. Alonso 4-7. Eigentlich ist es Quatsch, hier gegenzuhalten, aber es macht einfach Spaß und da kann ich nicht anders. Außerdem ärgere ich gerne andere. Jetzt kann ich mich leicht vertan haben. Nein, passt noch, okay. Jetzt lässt etwas Abstand. Schön für diese Kurve. Da ist ja Alonso. Hey! Aber jetzt ganz schön viel weniger als 4,7 Sekunden. Ich dachte schon, der brettet uns gleich rein. Jetzt mal schafft das, jetzt kommt keine Stelle zum Kontern und der wird gleich davonfahren. Oh Mann, schade. Ich habe Glück und er hält sich bei Alonso ganz doll auf und wieso. Aber der sitzt erstmal weg. Grünes Lämpchen oder zwei grüne Lämpchen bei der Boxenausfahrt. Oh, Michael Schumacher ist aus dem Rennen. Ich denke mal, das wird ihn nicht davon abhalten, den Titel zu holen, aber das ist erstmal ein nicht so guter Start. Steht jetzt so schief, war das ein Aufhängungsschaden oder Reifenpanne? Es wirkte so, als würde er ziemlich schief auf der Wiese stehen. Das mit Alonso könnte uns helfen, können wir knicken, denn der ist viel zu weit vorne. Und wird jetzt gekascht? Nee, doch noch nicht, aber doch jetzt, doch, komm. Hoho. Der hätte uns richtig geholfen, wenn wir dran gewesen wären. Und der wäre wenn. Also ich hätte nicht gedacht, dass sich Trulli da so schwer tut. Aber gut, auf Station wird jetzt vorbeikommen, aber... Wir sind leider noch nicht nah genug dran, wobei der Abstand ist gerade ganz schön groß. Das könnte gerade noch für Alonso aufgehen.
Schafft er. Mist. Trudy fährt jetzt nochmal in die Wiese. Nein. Dann schnappen wir uns jetzt erstmal Alonso. So schnell kann das gehen, Trudy, aber ja, Trudy wird jetzt davon fahren und demnächst ist er dann richtig weit weg. So wie es auf den ersten Blick wirkt. Kein Auto vor Trudy zu sehen. Und wenn, dann könnte es noch Montoya sein, wobei das eh schon ist. Okay, wir fahren also nur bis einschließlich Runde 28 nach aktuellem Stand. Ich glaube, der Alonso wird sich vor den beiden Benetton halten, wenn nichts schief geht. Montoya hat aber auch einen riesen Vorsprung. Kommt ja gar keiner nach. Hinter uns ist immer noch Alonso. Da noch ein Auto zu sehen? Nee, gerade nicht. Doch, da hinten kommt wieder was an und das wird bestimmt kein Benetton sein. Ob es ein Teamkollege ist? Also, der Teamkollege von Montoya, Ralf Schumacher? Oder allen voran wer? Ich tippe mal auf einen. Doch schon, Tomasz Enge. Wollte gerade Arrows sagen, aber nee, der nächste ist Tomasz Enge. Das war zu schnell. Montoya in der Box. Blaue Flaggen vor uns. Da ist Ralf Schumacher. Das war ein BMW Williams. Gucken, ob Trudy auch nochmal reinkommt. Das wäre für ihn richtig blöd. Und ich hoffe, ich könnte ihn dann ein zweites Mal nochmal so richtig ärgern. Mit hinter uns halten. 7-5 Bernoldi. Okay, doch ein Arrows, kein Tomasz Enge. Mist, knapp daneben. Vertippt. Wäre ich doch mal auf den Arrows gegangen. Der war rosa in der Box auf der 4. Gut, Trudy weg, die beiden, nee, nicht beide. Ein McLaren Mercedes und Michael Schumacher. Das sind erstmal drei, die durchaus vor ihm hinten landen können. Lese siebter. Und dann war wohl der De La Rosa, der uns zu Rennbeginn gejagt hat. Hab ich gar nicht so genau drauf geachtet. Ich hoffe nicht, dass ich das vorgelesen habe, De La Rosa hinter uns, und jetzt sage ich sowas. Das wäre schon ziemlich doof. Aber hey, so ist das manchmal. Statt hier würde, denke ich, noch zu weit wechseln.
Na, ich mache schon Platz. Immerhin ist Montoya in der Box. Vielleicht fährt er ja durch, packen in der Box. Der ist auch weit hinten. Hohoho, der ist richtig weit hinten. Na gut, er musste ja erstmal die Schikane mitnehmen und das kostet ja viel Zeit und erst danach kommt er die Anzeige mit, hey, der ist in der Box. Hinten kommt Rubens Barrichello auf der 3, aber ja, der Ralf Schumacher, wenn er durchfährt, dann ist es ihm besonders wichtig, dass er schnell vorbeikommt. Irvine auf der 8. Gucken, ob jetzt ein Ferrari reinkommt oder der BMW Williams vor uns, ich schätze mal, mindestens der Ralf Schumacher. Der auf jeden Fall. Barrichello ist nicht im Angriffsmodus, deswegen lasse ich ihn nicht vorbei. Das bringt nichts. Ja, er fährt rein. Trudy an der Box. Haha. Wir fahren nur noch 10 Runden. Das wird eng für ihn, auch wenn er jetzt super duper Reifen hat und er schon vorher ganz schön aufgeholt hat. Montoya überholt. Überrundet uns bald wieder. Benoit die 4-7 weg, Ralf Schumacher auch drin. Gut, dann ist das Rennen gelaufen. Unter normalen Umständen sollte Montoya das Ding gewinnen. Sein Vorsprung ist einfach zu riesig. Ein ganz anderer Start als letzte Saison. Da war er ja ewig hinter uns. Also anfangs ewig hinter uns. Er hat eh genug Vorsprung, da kann er auch noch eine Gerade warten. So, jetzt darfst du sogar innen vorbei. Ist das nicht schön? Verstappen an der Box, das wird interessant für uns. Alex Jung ebenso. Platz 10, Platz 12, so schnell hintereinander und dann doch zwei Plätze Abstand. Und eben nicht nur einer. Vor Montoya ist gerade Benoldi. Der kommt nicht rein. Verstappen war ja gerade drin. Und da ist er auch. Okay. Der wird uns jetzt ärgern. Ich hätte erst schneller. Mit den frischen Pneus. Da war er schon mal gerade auf der Leinwand zu sehen. Steckt hinter dem Auto fest. Keller ist deutlich vor Button. Wir haben ja Button vor ein paar Runden reinfahren sehen, also mit der Anzeige oben. Und immerhin hat er ein paar weitere Runden, oh, Unterbodenfeuer vor uns. Und somit hat er ja auch im Grunde mehr Abstand zu uns gewinnen können, aber das sah jetzt gar nicht so schlecht aus. Das war jetzt nicht so schön. Hab mich schon auf ein kleines Duell gefreut. Wobei, das wird Verstappen für uns erledigen. Wer ist denn der Nächste? Da vorne ist was. Ist das ein schnelles Auto, was erst frisch raus ist? Nee, war jetzt keiner drin. Muss das nächste Auto sein, vielleicht Thomas Enge. Der Teamkollege war noch nicht drin. Ja, Enge 13 Sekunden. Das ist aber weniger. So richtig zack macht der Arrows nicht, aber der kann gut mithalten. Dahinter ist Alex Jung. Aber auch interessant zu sehen, dass so ein
Errors mit Reifen, die gute 20 Runden frischer sind als unsere. Nicht eklatant oder nicht deutlich schneller ist als wir, wenn überhaupt. Andererseits haben wir auch einen BRR und eher nur einen Arrows, dann ist es doch eher zu wenig, ne? Ich glaube, der Verstappen wird uns nicht angreifen. Doch noch mal etwas wild und wir können uns leicht von Errors absetzen. Wie weit ist der Tscheche weg? Zu viel Wiesenmitnahme. 11-3. Dann war er vorhin wohl doch weiter weg, als ich gesagt habe, nee, er war viel näher dran. Ja, er, ja. Oh, schaut mal, da hinten ist wieder ein Jordan zu sehen. Hoppla. Der kann was erleben, hoffe ich. Wenn er jetzt nochmal einen Ticken schneller ist als vorhin. Und ja, unser Herr Hintermann, der lässt sausen. Aber Thomas Enge hält sich gut. Ja, er ist nach vorne gekommen, weil ein paar Berundungen, ein paar Boxenstoppel dabei waren. Dennoch hält er sich ja, wie ich finde, ziemlich gut im Feld. So, da hinten ist schon Trulli zu sehen. Oh, da ist die nächste Berundung. Ich glaube, es ist Trulli. Sieht nämlich nach Zweikampf aus, wenn ich das im Rückspiegel so beobachte. Nicht wie, hey, ich lass dich vorbei. Nicht wie, hey, ich lass dich vorbei. Und jetzt ist er vorbei. Gleich beginnen wir Runde 24 und der Errors ist dran. Eigentlich sollte ich dem orangenen Windschatten geben, damit er sich vom Jordan halten kann, aber ist mir zu gefährlich, das wird jetzt überschossen. Okay, den mit Unterbodenfeuer hat er bekommen, jetzt sind wir wieder dran. Dann wird es nochmal ein Ticken schwieriger mit viel frischeren Reifen. Mal gucken, wie einfach wir es ihm machen. Ich hoffe so gar nicht. Das war schon mal zu schnell. Ah, der ist gut bereift, der kommt besser zum Anbremsen und durch die Kurve. Komm, wieder zurück. Oh, hat sich halb gedreht, Mist. Okay, ich hoffe, er kommt bis Rennende nochmal an den beiden hinter uns vorbei und dann werde ich ihn auf jeden Fall vorbeilassen. Ah, Mist. Ah, jetzt wäre er nach außen gekommen. Hab's natürlich nicht drauf angelegt, aber es ist so. Oh, nee, bleib stehen. Oh, nee, den werden wir nicht wiedersehen. Mist. Warum dreht er sich hier nicht um? Hier ist doch Zeit. Oh, deppert. Da habe ich mich jetzt verleiten lassen. Das war gar nicht gut. Das war gar nicht gut. Da habe ich zu spät gebremst. Dabei wird hier eher nicht angegriffen.
steht aber zweimal schön quer. Der BAR. Schaut mal. Barrichello konnte sich mittlerweile ranarbeiten, der ist jetzt direkt hinter Ralf Schumacher. Wenn wir Glück haben, dann hilft uns die Überrundung an den beiden vor uns wieder ranzukommen. Oder der Alex Jong ist noch dran, noch gut nah dran an seinem Vordermann, dann ja, bekämpfen sie sich einfach. Hat er den zurückgezogen? Das war der Ferrari. Wie kommt der denn auf einmal zwischen uns und dem BMW? Oh. Schubst er uns ins Kies? Ist das vielleicht die gerechte Strafe für die Aktion? Boah. Mit Trulli gerade eben? Also es war ja. Also der kann froh sein, dass wir da waren, denn nur so ist er an Schumacher vorbeigekommen. Hätte die Kurve sonst nicht gepackt. Bei Victor Doxa hätte er sie gepackt, trotzdem, das ging ja gar nicht, es war voll fies. Naja, BMW Williams, Ferrari, BMW Williams, so jetzt die Reihenfolge. Hier. Den Alexon gebe ich natürlich auch nicht auf, aber es sieht aktuell nicht gut aus. Hat jetzt wohl gerade keine Überrundung gehabt, oder wie ist das zu verstehen, dass er erst jetzt die Bestzeit markiert? Trolley? Oh ja, da kommt man mal ran. Wie gesagt, ich werde ihn vorbeilassen, denn die Aktion vorhin, das war zu viel. Ihn ja so vorbeilassen, dass wir uns direkt in den Windschatten kleben und dann angreifen können. Wenn ich ihn dann wieder überhole, dann bleibt er hinter uns. Wie Hamilton in Spa vor vielen Jahren. Nach der Bastop-Schikane wieder vorbeigelassen und dann gleich wieder angegriffen. Noch bei Lassos. Das natürlich jetzt nicht dem. Lass dem wieder vorbei und ja. Halt dich zurück entspricht. Also halt dich zurück ist jetzt nicht so gesagt, aber du musst den Fahrräder vorbeilassen, du hast dir einen Vorteil ergaunert. Aber dann sich direkt in den Windschatten zu kleben, ist schon schweinefies. Hä, wo ist denn der Schattet aus? Der Trudi ist ja nicht mehr hinter uns. Der ist nämlich im Rückspiegel gar nicht mehr zu sehen gewesen. Der schattet aus. Toll! Macht er doch mit Absicht, damit ich mich jetzt richtig blöd fühle. Oh. Nächste Runde ist die vorletzte Runde. Fast 10 Sekunden. Das wird nichts mehr.
hinten. Gelb steht in Gelb. Im Kiesbett steht er. 10-1er Abstand nach vorne. Nochmal. Wieder mit etwas Rundenpause, aber womöglich hatte er einfach wieder ein paar Berundungen. Letzte Runde, noch viel Zeit, um ziemlich viel Quatsch anzustellen. Hat man nicht einmal auf die Bestzeit unsererseits geachtet? Vielleicht mache ich das jetzt mal gucken, wie weit weg wir sind. 32-4 die letzte Runde und wir haben auf Young aufgeholt. Wow. Das waren schon über 10 Sekunden. Okay, die Runde ist der Hund. So schnell kann es gehen. Das war eine gute Randstandmitnahme, das war schön ausgeheizt. Montoya startet also die neue Saison ganz anders als die letzte Saison. Einen guten Vorsprung, also allzu lange wird das Rennen, also diese Auslaufrunde nicht gehen. Ich denke nicht, dass wir den Teamkollegen noch bekommen werden, der hat ein No-Stop-Rennen hingelegt. Aber ich fahre jetzt mal vor, wobei davon schon was weiß, es wird wohl mal teuer, halb schon mal sein. Ja, halb schon mal. Ja, ist doch mal schön, gell? So, gleich das Rennende. Da ist Barrichello ganz schön weit vorne. Hat er sich vielleicht zusammengefahren, als das Rennen schon vorbei war? Könnte in der Theorie sein. Aber den BRR sehen wir nicht. Ne. Rechts ist er auch nicht zu sehen. Ne? Die Jim Clark-Schikane, die coole. Falles Rennergebnis. Frenzen auf der 6, De La Rosa auf der 5. Montoya gewinnt mit über 30 Sekunden pro Runde, eine Sekunde schneller als Barrichello. Schumacher, David Coulthard, dann kommt De La Rosa und Frenzen. Was für ein erstes Saisonrennen. Alesi auf der 7, Heidfeld. Dann Villeneuve, ja, dann wird es hier, haben wir gerade Kini gesehen, ja. Heidfeld ist ja schon davor. Bei der Auslaufrunde haben wir da gerade eben schon den Kimi gesehen. Nicht mehr so weit. Und auf jeden Fall unter den Top 10 der Teamkollege. Irvine, Tomasz Enge, Verstappen, Jung, Mia, Benoli, Alonso, Fisico. Button und Aufhängungsschaden. Hoffentlich nicht durch die Berührung, die mit uns hatte. Und der Reifenpanne. Habt doch gesehen, dass Michael Schumacher schief hing. Okay. Es war zumindest ein Gefühl, es wirkte so. Der da Rosa auch hier ziemlich weit vorne. Und der Teamkollege nicht so weit vorne, nur ein Hauch vor uns. Naja, aber dafür kam ja was anderes dazwischen. Okay,
Prost, ey, so nimmt einen Punkt mit in der gesamten letzten Saison nicht und jetzt gleich hier im ersten Rennen. Freut mich für sie. Und mal gucken, wer vielleicht als erstes in dieser Saison beim nächsten Rennen in Sepang den Zähler einfällt. Lassen wir uns mal überraschen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.